Und ich grüße euch. Ich habe mir zwei Drohnen bestellt, die auf den ersten Anblick relativ gleich aussehen. Das Zubehör ist auch, wie man sehen kann, alles irgendwie relativ gleich. Auch von der Form her sind die Drohnen sehr ähnlich. Das hier ist einmal, die X5 SW1. Die kriegt man dann mit so einer wundervollen Bedienungsanleitung geliefert. Dafür muss ich euch die mal zeigen. Die ist so dermaßen klein geschrieben, man kann einfach mal gar nichts erkennen. Also wirklich gar nichts. Da brauchst du eine Lupe, um das zu erkennen. Aber ich muss sagen, diese Drohne, oh, da gehört auch noch diese Fernbedienung zu. Die Drohnen haben beide so ihre Vor- und Nachteile. Also, die Drohne hier zum Beispiel, die X5 SW1, finde ich, die ist eigentlich so ganz geil gemacht, weil die halt so ein, wie nennt sich das, One-Key-Start und One-Key-Landing hat. Was heißt, ich drücke hier drauf, zack, dann steigt sie erstmal auf bis zu einer bestimmten Höhe und hält sich da. Also für einen Anfänger ist die Drohne einfach nur genial, weil du kannst im kleinsten Raum mitfliegen. Ja, aber hier hat man so einen wundervollen Handyclip. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, weil in dieser wundervollen Anleitung, die so dermaßen klein ist und so dermaßen ungenau, muss ich sagen, da steht noch nicht mal drin, welche App man installieren muss, um das Handy mit dieser Drohne und dieser wundervollen Bluetooth-Kamera hier zu verbinden oder was es auch immer für eine Kamera ist. Die haben halt alles gleich, diese Drohnen. Die Kameras, die sehen, ich hoffe, man kann es sehen, die Kameras sehen sich schon relativ ähnlich. Die Akkus sind einfach mal, ich ziehe ihn mal raus, die Akkus, jetzt nehme ich erstmal den aus der Drohne, dann nehme ich den aus der Drohne und auch da muss ich sagen, ja, die Akkus sehen sich doch sehr ähnlich. Also ich kann sie auch drohnenübergreifend benutzen, die haben nur 7 Volt, 500 mAh, der hat 7 Volt, 600 mAh. So, dann stoppe ich den hier einfach mal wieder so provisorisch rein, den Akku. Ja, was war denn jetzt das Problem? Genau, bei dieser Drohne hier, bei dieser wundervollen Drohne, ich weiß nicht, welche App ich installieren soll. Ich kriege mit der Kamera überhaupt keine Verbindung zum Handy. Deswegen habe ich das Teil einfach nur so geflogen. Oder bin ich das Teil einfach nur so geflogen, wie auch immer. Fliegen tut sich das Teil mega genial. Ich habe es halt erstmal nur in der Wohnung ausprobiert, weil das Wetter, wie jeder weiß, draußen ist das Wetter für den Arsch. Habe es erstmal nur in der Wohnung ausprobiert und die Drohne lebt sogar noch. Und ich bin voll der Mega-Anfänger, wenn es um Drohnen geht. Deswegen habe ich hier auch diesen Rotorschutz. Ich weiß gar nicht, wie nennt er sich. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Auf jeden Fall bei der Drohne hier kriegt man halt zwei Rotoren dazu. Bei der sogar vier. Bei der Drohne hat man auch direkt noch eine Speicherkarte mit bei. Was heißt, hier kann man sich auch nicht mit dem Handy verbinden. Und man hat auch kein One-Key-Start und One-Key-Landing, was natürlich für mich als Anfänger mega schwer ist. Dafür hat man Headless-Mode, der einem aber in der Wohnung auch nicht so weiterhilft. Ich finde auch, diese Drohne ist von der Qualität her auch, vom Gewicht her, nehmen wir jetzt mal vom Controller hier, vom Stick, wesentlich, auf jeden Fall hochwertiger gemacht. Die Drohnen haben beide weit unter 20 Euro gekostet. Also es ist jetzt nichts Besonderes. Die haben wirklich den Apfel und ein Ei gekostet. Ich werde mit der auch nochmal Videoaufnahmen machen. Mit der weiß ich noch nicht so genau, weil, ja, wenn es irgendwann mal klappen sollte, werde ich es natürlich versuchen. Bei der, das ist eine Skytech-Drohne, glaube ich. Skytech M68, ja. Da hat man auch eine schöne deutsche Anleitung. Eine Anleitung dabei in Deutsch. Relativ groß, gut erklärt. Batteriewechsel. Links, rechts, hoch, runter, ja, hoch, runter. Ja, die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, dieses Modell gibt es auch nicht mehr von Skytech. Nachfolgermodell, wenn ich mich nicht irre. Ich werde für beide Modelle natürlich versuchen, einen Link rauszusuchen. Wird unten runter sein.
Aber wenn man Anfänger ist, sollte man auf jeden Fall die Drohne hier nehmen, weil die lässt sich echt easy fliegen. Die sind auch vom Gewicht her, sind die, ja, die Drohne ist ein bisschen aus bisschen festerem Kunststoff. Also die fühlt sich auch qualitativ hochwertiger an wie die hier. Aber wie gesagt, die hier hat, glaube ich, 19 Euro gekostet oder so. Und die hier 18. Also zu welchem Modell ich jetzt wählen würde, ich werde da nochmal ein Video drüber machen, wenn ich draußen fliege und die Dinger vielleicht auch in einem Stück lasse. Ja, eigentlich gibt es dazu nicht mehr so viel zu sagen. Der Support hier, also wenn man da per E-Mail anschreibt, das kann man vollkommen abschmatzen. Die wollen, dass man irgend so ein chinesisches, komisches Programm runterlädt. Das werde ich mir definitiv verkneifen, muss ich sagen. Die verstehen auch einfach mal gar nichts, was man schreibt, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Das kann man vergessen. Wurde aber aus Deutschland geliefert. Ansonsten würde ich sagen, macht euch einfach mal selber ein Bild. Ich würde halt eher zu... ich weiß nicht, zu welcher Drohne ich tendieren würde. Ich muss nehmen, wenn ich die mal draußen geflogen habe und vielleicht mal ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Weil, wie gesagt, die lässt sich im Raum, in einem kleinen Raum fliegen, ohne Probleme, ohne dass man irgendwo gegenstößt. Auch als Laie, das Ding hält sich von alleine in der Luft, ist total easy, total geschmeidig. Das Ding macht im Endeffekt, was es will, weil der Finger, der linke auf dem Stick, der ist dann auch ein bisschen zickig und dann, ja, ein bisschen schwerer, das Ding zu fliegen. Auf jeden Fall für mich als Amateur. Ich habe mir die auch eigentlich nur zur Deko gekauft, um mal zu gucken, ob das so meins ist. Ist jetzt nicht so meins. Ich werde auch dann noch mal ein paar Videos machen. Auf jeden Fall von der hier werde ich sofort Videos machen, sobald das Wetter draußen so ist, dass sie nicht vom Wind, weil die halt super leicht sind, sofort weggeweht werden. Die Drohnen werde ich direkt mal ein Video machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Qualität auch nur im geringsten brauchbar ist, weil es nun wirklich die billigsten der billigen Kameras sind und die billigsten der billigen Drohnen. Aber das wird sich zeigen. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar da lassen oder mein Video liken, disliken, was auch immer. Bis denn dann. Ciao.